Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährung. Heute geht es darum, wie kann ich eigentlich neben meiner Investments noch zusätzlich irgendwelche Arten von Coins minen? Ja, das Thema Mining habt ihr vielleicht irgendwie schon mal gehört, ihr habt davon schon mal irgendwas gelesen. Ich will euch ganz kurz erklären, was es ist und vor allem, wie ihr das selbst machen könnt. Natürlich muss ich gleich vorab sagen, ihr werdet jetzt nicht jeden Tag 10 Bitcoins damit generieren können. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, sich ein bisschen passiv ein Einkommen zu sichern durch so etwas wie mein. Und ja, ich zeige euch heute mal die Plattform EOBOT. Ja, so heißt die Seite, also www.eobot.com. Prinzipiell relativ simpel aufgebaut. Ihr kommt auf die Seite und seht direkt alle möglichen Währungen und erstmal ganz viele Zahlen. Ja. Die obere Zeile mit den schwarzen Ziffern ist immer die, die anzeigt, wie viel habt ihr eigentlich schon von dieser Art von Währung gemeint? Hier seht ihr, ich habe jetzt mal mit diesem Account neu angefangen. Ihr seht, dass Ripple, mehr als ein halber Ripple ist dabei rumgekommen. Und aktuell seht ihr auch, wie Bytecoins generiert werden. Ja, das Ganze funktioniert relativ simpel. Ihr habt hier unten rechts Cloud Mining. Und ja, Minen ist eigentlich sozusagen Blöcke lösen. Ihr müsst gewisse Aufgaben lösen, die mit Hilfe von Grafikkarten oder auch CPUs gelöst werden können, da die Rätsel, wenn man so will, immer schwerer werden, gibt es immer mehr Hürden und dementsprechend wird es immer schwerer, Dinge zu minen. Deshalb haben einige der Miner, die früher mit einem Computer gearbeitet haben, mittlerweile eine ganze Garage voll mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen CPUs oder mit irgendwelchen Grafikkarten. Problem in Deutschland: Wir haben extrem hohe Stromkosten, das macht es sehr unattraktiv. Die allermeisten Miner sind eher so in Ländern wie Island, wo extrem günstiger Strom produziert werden kann. Und demnach haben wir dann wirklich schlechte Karten, wirklich richtig zu minen. Dieses EOBOT ist eine sogenannte Mining Cloud. Das heißt, es gibt tatsächlich einen Miner, der sitzt irgendwo in Island und der bietet Menschen wie dir und mir an, sich sozusagen über seine Cloud an sein Projekt zu beteiligen. Und je nachdem, wie stark wir uns beteiligen, desto mehr gibt er uns ab. Beteiligen heißt eigentlich: Ihr meldet euch hier an, das ist kostenlos und könnt dann erst einmal starten. Allerdings habt ihr natürlich zu Beginn keinerlei Geld, keinerlei Coins und keinerlei Möglichkeit. Um trotzdem starten zu können, könnt ihr zu Beginn hier oben auf Produkte, Faucet, und wenn ihr darauf geht, dann erscheint eine Werbung und diese Werbung müsst ihr euch ein paar Sekunden geben. Danach gibt euch das Programm die Möglichkeit, eine Antwort einzugeben. Passt auf, ich zeige es euch mal. Jetzt hier ist ein Video mit einer Antwort. Gurken-Sandwich, okay. So, und dann Get Faucet Reward. Jetzt sagt er mir, du hast bereits deine Gratis-Coins bekommen für heute. Komm morgen wieder. Bei euch würde jetzt stehen, ihr habt 0,00016 Bitcoins bekommen. Mit diesen Bitcoins könnt ihr jetzt Folgendes machen. Ihr habt jetzt also nicht mehr 0 hier stehen, so wie ich jetzt gerade, sondern ihr hättet denn hier 0,00016 stehen. Und mit diesen Geldern, die ihr hier generiert, egal wie, könnt ihr euch sozusagen die Cloud hier schneller machen, schneller kaufen. Je mehr Geld ihr investiert, desto schneller arbeitet dieses Mining-Programm für euch, weil ihr sozusagen mehr zum Ganzen beitragt. Ich persönlich halte nicht so viel davon, dass ihr euer Bargeld jetzt irgendwo beim Bankschalter einzahlt, nur um hier irgendwie Geld zu überweisen. Man kann es immer zweiseitig sehen. Ich finde das eine geile Idee, um ein bisschen passiv aufzubauen. Fangt aber jetzt nicht an, euer ganzes Taschengeld zu nehmen und alles hier reinzustecken, denn diese Seiten sind erfahrungsgemäß immer nur ein paar Jahre online und plötzlich verschwinden sie einfach so aus dem Netz. Diese Seite ist nun jetzt schon seit 4 Jahren online, also sehr seriös im Verhältnis zu vielen anderen. Dennoch, bitte seid sehr sorgsam und mein Rat ist, guckt euch dieses Video gerne an, macht das aber nicht unbedingt alles so nach, ohne vorher den Kopf einzuschalten. Es geht hier immer noch um euer Geld und es ist immer die Gefahr, dass ihr irgendwie alles verlieren könnt. Das will ich nur noch mal gesagt haben. Gut. Ja, Bitcoins habt ihr dann? Dann habt ihr dementsprechend die Möglichkeit, auf Exchange zu gehen. Und hier fragt er euch jetzt, okay, was möchtest du denn gegen was eintauschen? In diesem Fall hättet ihr jetzt hier meinetwegen so viele Bitcoins. Ich mache es mal jetzt mit einem anderen Beispiel. Ich nehme mal jetzt Ripple, dann seht ihr, was ich meine. Also jetzt gehe ich mit Ripple rein. Also ich möchte meine Ripples eintauschen gegen schnelleres Saugen, wenn man so will, schnelleres Minen.
Jetzt würden dir diese Anzahl an Ripples, wenn ich sie austausche, so viel an zusätzlicher Kraft mit sich bringen. Ja? Die Kraft wird gemessen in GHS und MHS. GHS ist sowas ja, sehr, sehr Langsames im Prinzip, wenn man so will, vielleicht vergleichbar mit dem GPS vom Handy. Und MHS ist so eine Art DSL, ja, wenn man so will. Habt ihr also MHS, könnt ihr deutlich schneller Coins minen. Arbeitet ihr nur mit GHS, ist es sehr günstig, kostet aber sehr viel Zeit. Und ihr habt zwei Möglichkeiten, was ihr euch holt. Entweder kauft ihr euch, wenn ihr die einlöst, für 5 Jahre eine Miete. Also ihr zahlt jetzt 0,66 Ripple dafür, dass ihr 5 Jahre lang 0,487 und so weiter schnelleres GHS habt. Ja? Ihr seht, ich habe schon ein bisschen investiert, ich habe schon ein bisschen gefachsimpelt und ein bisschen ausprobiert. Ich bin jetzt schon bei 80. Das ist relativ zügig. Dadurch schaffe ich es so am Tag bis zu 10 oder 20 Ripples zu produzieren. Ja, im heutigen Wert sind das ungefähr so 4 bis 6, 7 Euro. Irgendwie so um den Dreh. Es ist am Anfang alles, wie gesagt, relativ klein und es geht echt darum, langfristig ein bisschen passives Einkommen zu sichern. Und ja, also ihr könnt also, nachdem ihr eure Währungen, die ihr hier generiert habt, entweder irgendwann auszahlen auf euer Konto oder aber, so wie ich es mache, sie wieder reinvestieren, damit euer Mining immer schneller funktioniert. So, die andere Möglichkeit wäre, wenn ihr sagt, dieses ja, GHS reicht mir nicht, ich möchte gleich richtig durchstarten, könntet ihr jetzt auch Folgendes hier wählen, und zwar könnt ihr hier auf CloudFolding 24 Stunden gehen. Dann würde er mit einem zusätzlichen Programm, mit dem hier, noch schneller saugen. Ob man es machen muss, entscheidet ihr. Mir reicht das vollkommen aus, dieses Cloud Mining hier oben. Und ihr seht, ich habe allein heute 27 Bitcoins produziert. Ja, nebenbei nochmal einen halben Ripple. Und ich bin gerade dabei, ein bisschen Ethereum zu generieren. Wie man das macht, also wie man es auswählt, ist ganz simpel. Ihr seid also jetzt auf der Seite. Ihr könnt hier oben beim Mining auswählen, was er minen soll. Jetzt sage ich ihm mal, er soll Ripple, kürzlich XRP ab, minen. Dann hört er plötzlich auf mit dem Ethereum und fängt an, hier weiter zu generieren. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ihr könnt euch nicht irgendwie festlegen oder wollt ihr nicht festlegen, Diversify gehen, also diversifizieren, mehrere. Und dann klickt ihr einfach an, welche ihr heute im Laufe des Tages alles so generieren wollt. Ich habe jetzt Ether, Ripple, Bitcoin und er kann sogar Geschwindigkeit sozusagen fiktiv generieren. Auch das habe ich. Das bedeutet, wenn ich Glück habe, habe ich am Ende des Tages deutlich mehr Geschwindigkeit als am Morgen. Ich habe ein paar Ethereum oder Anteile von Ethereum generiert. Ich habe den einen oder anderen Ripple generiert und ich habe ein, zwei Bitcoins generiert. Ja, aufs Jahr betrachtet kann das also durchaus lukrativ sein. Wenn ihr das hier jetzt ausgewählt habt, geht ihr wieder auf Account. Account ist eigentlich immer sowas wie die Grundseite, die braucht ihr also immer. Und ja. Jeden Tag geht ihr, wie am Anfang beschrieben, einmal auf Faucet. Da könnt ihr dann kostenlos ein paar Bitcoins bekommen oder ein paar anteilige Bitcoins. Damit könnt ihr auch jeden Tag wieder neue Energie kaufen. Und so funktioniert das Ganze. Das Besondere hier ist, ihr müsst den Laptop oder den Computer nicht den ganzen Tag anhaben, sondern das Ganze passiert passiv. Ihr könnt also ohne viel Strom zu verbrauchen nebenbei minen. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt. Denn was bringt es, wenn ich mit 20 Ripples generiere, aber am Ende des Monats von meinem Stromanbieter eine fette Rechnung kriegt, da haben wir alle nichts von. Okay. Wenn ihr dennoch gegen meinen Rat, ja, weil ihr es einfach nicht abwarten könnt, schneller sein wollt, könnt ihr auf Deposit gehen, einzahlen und könnt jetzt Folgendes machen. Und ihr könnt jetzt hier unten sehen, ihr könnt Dogecoins einzahlen, Ripple einzahlen. Dash oder wie auch immer, ihr könnt alles Mögliche einzahlen. Das Wichtige ist, ihr müsst bereits irgendeine Währung besitzen. Ihr könnt also kein Bargeld hier investieren. Nehmen wir also mal an, ihr habt jetzt irgendwie ein paar Dogecoins, habt ihr irgendwo rumliegen, dann markiert ihr einfach diese Adresse und das ist jetzt, wie ihr es vielleicht schon kennt, die Empfängeradresse, wenn ihr einfach eure Dogecoins versendet. Ihr sendet sie dann an diese Adresse und innerhalb von 5 bis 10 Minuten habt ihr dann hier plötzlich statt 0 die Anzahl an Dogecoins, die ihr euch geschickt habt. Ja, also ganz simpel eigentlich. Ihr zahlt damit Geld ein,
könntest dann umlegen, überlegen, ob ihr die Dogecoins behalten wollt oder ob ihr sie reinvestieren wollt in die Geschwindigkeit. Am Anfang lohnt es sich natürlich immer mal wieder ein bisschen zu investieren, aber langfristig betrachtet solltet ihr auch irgendwann auszahlen. Auszahlen macht ihr mit Withdraw. Gleiches Prinzip wie beim Einzahlen. Ihr würdet jetzt hier allerdings eure Adresse eingeben und dann die Anzahl der Coins, die ihr rausschicken wollt. Hier müsst ihr nur darauf achten, dass ihr nicht jede x-beliebige Summe überweisen könnt, sondern so Mindestbeträge. Umgerechnet wollen sie immer, dass ihr mindestens 5 € überweist. Ja, Stand heute also in etwa 20 Ripples oder 0,002 Bitcoins. Relativ überschaubar. Wenn ihr das tut, habt ihr innerhalb von einem Tag das Geld bzw. die Coins auf euren Wallets. Und von euren Wallets aus könnt ihr es dann eben, wenn ihr möchtet, in Bargeld umwandeln oder wie auch immer. Ja, das erstmal so zum Einstieg hier. Die wichtigsten Dinge. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu erklären, aber das gerne nochmal gesondert. Ansonsten könnt ihr Teil meines Teams werden. Man kann es auch so machen, dass man sich zusätzlich noch einige mehr Kollegen mit ins Boot holt. Die sind dann sozusagen in einem Team. Wenn wir genug Leute sind, dann hilft das uns allen. Weil jedes Mitglied, das neu dazukommt, sorgt dafür, dass alle anderen Mitglieder etwas schnellere Geschwindigkeit bekommen. Also alleine meinen macht keinen Sinn. Es macht Sinn, wenn wir alle einander die Hand reichen und gegenseitig Unterstützung bieten. Ja, wie ihr hier reinkommt, beziehungsweise wie ihr euch anmelden könnt, ist ganz einfach. Klickt auf den Link in der Beschreibung bei mir. Dort könnt ihr euch dann kostenlos anmelden, müsst kaum Daten preisgeben und könnt dann starten. Wenn ihr Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erst einmal viel Spaß bei den ersten Schritten und ich glaube, ich habe heute genug erzählt. Ich wünsche euch einen geilen Abend, freue mich auf eure Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Viel Spaß beim Meinen, bis dann, ciao!